Ja, liebe Studierende, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Einheit aus Lernen und Lernen mit neuen Medien 1. Wir wollen uns heute mit dem österreichischen Schulsystem und dort der digitalen Grundbildung beschäftigen. Und dazu haben wir gedacht, wir machen es etwas interaktiver. Interaktiver in dem Sinne, ich habe eine Expertin eingeladen, Frau Kandl, die sich auch nicht nur an der Schule damit beschäftigt, sondern auch wissenschaftlich und dort eine Studie verfasst hat zum Thema, wie schaut digitale Grundbildung international aus, national aus, welche Entwicklungen gibt es hier. Und sie wird uns heute also ihre Ergebnisse darstellen und zeigen, also wie digitale Grundbildung in den verschiedensten Ländern verankert ist. Frau Kandl, ich bedanke mich also, dass Sie heute Zeit gefunden haben und ich bitte Sie jetzt also um Ihren Input. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich, dass Sie mich für einen kurzen Live-Vortrag zu diesem Thema angefragt haben. Und ich möchte gleich vorwegnehmen, das Lernen und Lernen mit digitalen Medien sehe ich als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in einer modernen Welt und auch als Möglichkeit, Lernen und Lernen nachhaltiger, effektiver und spannender zu gestalten. Möglichkeiten und Beispiele gibt es sehr, sehr viele. An dieser Stelle möchte ich auch gleich auf den grundlegenden Unterschied zwischen den Begriffen digitale Kompetenz und Informatik aufmerksam machen. Die digitale Kompetenz ist wichtig, um mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zielgerichtet und wirkungsvoll umgehen zu können. Also zum Beispiel, um eine Suchmaschine effektiv nutzen zu können, um Berechnungen automatisch durchführen zu lassen. Und einige dieser Fertigkeiten sind aber nur von begrenzter Relevanz, da die digitalen Systeme einem ständigen Wandel unterliegen. Die Informatik hingegen beschäftigt sich mit den Prinzipien, die dahinter stecken. Zum Beispiel, wie werden Daten digital dargestellt und verarbeitet? Welche Problemstellungen können überhaupt mit Computern gelöst werden? Oder wie wird aus einem Algorithmus ein Computerprogramm? Und so weiter. Die grundlegenden Konzepte und fundamentalen Ideen der Informatik sind eben von langfristiger Relevanz und sie erleichtern das Verständnis für die ständig wechselnden Technologien, die häufig auch noch komplex miteinander vernetzt sind. Also informatische Bildung muss als ein interdisziplinäres Gebiet betrachtet werden und aus diesem Verständnis heraus stelle ich mir als Fachlehrperson für Informatik die Frage, wie bringe ich in meinem Unterricht beide Inhalte unter einen Hut und welche Inhalte kann ich in einem anderen Fach sinnvoll unterbringen? Seit diesem Schuljahr gibt es das Pflichtfach Digitale Grundbildung, das in den ersten drei Schulstufen der Sekundarstufe 1 österreichweit verpflichtend eingeführt wurde. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, vor allem um die Bedeutung der Informatik als Schulfach zu erhöhen. Andere Länder, wie beispielsweise England, haben schon 10 Jahre davor damit begonnen, das Pflichtfach Computing von der Primarstufe bis hin zur Oberstufe auf Schiene zu bringen und das ist ihnen auch gelungen. Und mit der Einführung dieses neuen Unterrichtsfaches in England gingen auch Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen einher, da eine Konzepten. So, jetzt hören wir nichts mehr. Der Ton scheint weg zu sein. Auf. Frau Kandl, aha, sie reagiert gar nicht. Vielleicht liegt es auch an uns. Ne? Könnte nicht auch ein Problem unsererseits sein. Mal schauen. Typisch Technik, wenn man sie braucht, dann klappt es nicht. Aber wie ist das, wenn das bei Frau Kandl und Ihnen als Expertinnen nicht reibungslos funktioniert? Wie soll man das dann in den Schulalltag integrieren? Ja, ich schaue gerade, ob das eh klappt. Also da schaut einmal alles soweit ganz gut aus. Frau Kandl ist doch an der Schule. Wie funktioniert es dann wirklich? Ja, ist eine berechtigte Frage, wenn wir hier schon kämpfen. Aber ich hätte einen Vorschlag. Wir packen zusammen und besuchen Sie und schauen uns das tatsächlich live vor Ort an. Dort sitzen sich alle hinter Laptops. Du könntest jetzt einmal auf Jetzt Text kontrollieren.
Genau. Ja, hallo Maria, schön, dass wir dich jetzt also wirklich besuchen können. Wir würden gern praktisch uns ansehen, wie also der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht sein könnte. Was macht ihr da? Ja, hier sieht man am Beispiel, die Schülerinnen arbeiten mit Ida-Blog. Das ist ein Online-Tool, wo sie eben Texte verfassen können und diese werden dann auch automatisiert überprüft und sie erhalten Rückmeldungen, wo Fehler passiert sind. Und gleichzeitig erledigen sie dann Übungen und das wird mir mittels Learning Analytics mitgeteilt. Ach so, das heißt, das Tool analysiert für jeden Schülerin, jeden Schüler die Stärken und Schwächen und passt dann die Übungen daraufhin an? Ja genau, also die Daten werden analysiert, werden für die Lehrperson aufbereitet und in weiterer Folge kann diese dann didaktische Interventionen treffen und natürlich so dann die Übungen ganz gezielt auf dieses einzelne Kind abstimmen. Das klingt ja eigentlich echt gut, aber wenn ich sowas nicht habe, dann brauche ich den Rechner eigentlich nicht, oder? Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Also in dem Fall hat man das Tool, braucht diesen Laptop. Wenn man das Tool nicht hat, könnte man sich fragen. Aber wir sehen das als nur eine einzige Möglichkeit, weil man kann natürlich auch andere didaktische Umsetzungen machen. Was wird hier gemacht? Ja, die Kinder arbeiten hier an einem gemeinsamen Projekt. Sie haben eine konkrete Aufgabe erhalten, müssen dazu ein Plakat gestalten und auch ein Dokument erstellen. Das Plakat stellen sie dann den anderen Kindern vor und das Dokument teilen sie mit den anderen. Okay, also nichts Außergewöhnliches. Naja, außergewöhnlich ist vor allem, dass der Laptop einfach als Werkzeug benutzt ist und so nebenbei verwendet wird bei der täglichen Arbeit. Ja, und hinzu kommt, dass das Dokument auf der Cloud liegt. Das heißt, sie können gemeinsam und auch gleichzeitig am Dokument arbeiten. Und kollaboratives Schreiben ist ein Beispiel, das erst möglich geworden ist durch neue Technologien. Okay, das klingt ja spannend, Technologie als Werkzeug und Unterstützung zu sehen. Aber Sie haben ja Beginn gesagt, dass wir die Kinder auf die Zukunft im Sinne der digitalen Grundbildung vorbereiten sollen. Wie wird da jetzt der informatische Inhalt vermittelt? Okay, ich sehe schon, wir brauchen noch ein Beispiel. Und was passiert hier? Ja, die Kinder arbeiten hier an einem Projekt im Fach Technische Textile Gestaltung in Zusammenarbeit mit Informatik und Mathematik. Und wir verwenden hier den BBC Microbit. Das ist eine Platine mit verschiedenen mechanischen und elektronischen Bauteilen, die mit einer blockbasierten Programmiersprache programmiert werden kann. Ja, und dazu gibt es also dieses offen lizenzierte Lehrbuch mit also einer Anzahl an Beispielen für verschiedenste fachdidaktische Bereiche. Auch gleichzeitig eine Online-Version davon, wo selbst die Lehrkraft also auch die Musterlösungen gleichzeitig erhält. Ja, was wir hier sehen, ist ein sehr offenes Lehr- und Lernsetting und geht in Richtung Maker Education. Die Kinder arbeiten hier an einem konkreten Produkt und sie haben viele Möglichkeiten, das kreativ zu gestalten. Es geht sehr stark ums Ausprobieren und dass sie die informatischen Kompetenzen, die sie dabei oder auch davor erworben haben, konkret zum Einsatz bringen. Ja, danke Maria, dass wir heute bei dir kurz vorbeischauen haben dürfen. Herzlichen Dank. Schau mal, das schaut ja kreativ aus. So kann man ja ganz einfach ein unkomplizierter Abschlussvideo vom Projekt machen. Stimmt. Und auch mit anderen Teilen. Stimmt. Ja, so, ich hoffe, wir konnten euch ein paar nicht nur theoretische, sondern auch jetzt praktische Einblicke in das Schulgeschehen, also mit digitalen Medien geben. Und natürlich sind wir auch im Alltag ständig mit Herausforderungen konfrontiert. Vielleicht reflektieren wir das noch kurz zum Abschluss. Maria, magst du anfangen? Ja, gerne. Also ich fange mal damit an, dass auch Lehrpersonen lernen müssen. Man muss sich mitentwickeln, aufgeschlossen sein und ja manchmal einfach mutig etwas ausprobieren, es einfach machen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass solche Veränderungen zu Widerstand führen, vor allem wenn man nicht sofort erkennen kann, dass es einen Vorteil hat und man sich im Gegenteil dazu gezwungen fühlt. Ja, das ist so, weil Innovation heißt auch immer eine gewisse Ungewissheit. Wir wissen nicht, wie neue Technologien, Medien überhaupt wirken. Deswegen gibt es auch natürlich viel Forschungsarbeit dazu. Aber es ist Ungewissheit und Ungewissheit macht natürlich ein Unwohlsein und ist auch vielleicht schwierig in den Alltag zu bringen.
Ich selbst plädiere immer für eine Ausgewogenheit zwischen den drei Feldern, wie wir sie immer so propagieren. Das ist einerseits die Mediendidaktik, die Medienpädagogik und eben auch die Bildungsinformatik. Es geht also darum, nicht nur zu wissen, was geht, sondern auch, wie geht es. Das wäre die Frage der Mediendidaktik. Und zu guter Schluss auch, wie ist das Know-how mit den technischen Geräten, das heißt also der bildungsinformatische Anteil. Und das sollte natürlich sehr ausgewogen sein. Ja, und dabei sollten wir auch daran denken, dass wir gemeinsam mit den Kindern diese Umstellung bewältigen und dabei diese Kultur des Weiterarbeitens, des Adaptierens und gegenseitigen Unterstützens auch leben können. Da können Technologien durchaus behilflich sein. Ja, ich darf also nochmal zusammenfassen. Digitalisierung ist eine Herausforderung. Daran besteht also gar kein Zweifel. Umgekehrt sollten wir aber auch die Möglichkeiten als Lehrende sehen, dass wir ganz neue didaktische Szenarien umsetzen können oder auch ganz Dinge neu denken. Vieles war vor vielen Jahren gar nicht möglich und das ist eigentlich eine Chance. Und für die Kinder ist es vielleicht sogar motivierter mitzumachen. Sie erleben was Neues und sie sehen also auch, wie der Alltag in Zukunft funktionieren wird. Ja, in diesem Sinne darf ich mich auch bei dir, Maria, noch einmal bedanken für die Möglichkeit, eigentlich dich also zu besuchen und umgekehrt also auch für deinen Input. Jetzt hat der Livestream ja Gott sei Dank funktioniert und damit darf ich also auch diese Lehrveranstaltung schließen.